Moin und willkommen zurück zu Manor Was ich tatsächlich mal machen könnte, wäre den Handel vorantreiben. Beziehungsweise überhaupt erstmal starten. Jetzt Weg wäre ja eigentlich nach da oben. Sind jetzt die ganzen Waffen und Schilde da? Warum habe ich plötzlich so viele? Eine Ausrüstung. Also das normale Speere sind normale Speere. Oh, ich bin ja mal wieder ein Profi. Die da brauche ich. Bedeutet aber auch, ich kann ein Regiment Stangenwaffenmiliz quasi ausheben. Vierundsiebzig bräuchte ich. Das geht ja gar nicht. Wofür das denn? Eine Straße entfernt. Möchte aber die Mauer da entfernen. Jetzt geht's. Okay, da ist definitiv noch ein Bug drin, weil wenn ich nichts baue, wofür soll ich denn 60 Holz ausgeben.
Ja, das ist natürlich schlecht. 60, man kann maximal 28 hier lagern. Naja. Schauen wir mal. Brauche ich dafür einen Posten? Ich weiß es nicht. Ich brauche mal sicherheitshalber einen. Ich habe da sogar noch einen. Frage ist, das Pferd ja da unten angebunden. Ja.
Fehlende Rekruten, fehlende Rekruten, fehlende Rekruten. Das heißt ja aber eigentlich, dass die Schmiede erstmal auskommen. Die Tischlerei müsste auch erstmal auskommen. Und der Buchner sehe ich aus. Ah, aber ich habe gar keine drin. Das ist jetzt wirklich eine Straße. Weiter.
So, jetzt muss ich eigentlich die Steuern langsam mal wieder erhöhen. Bevölkerungszu gelaunt. Eigentlich noch mal zwei Lager mehr. Wenn ich hier irgendwann auf diese 60 komme. Ich glaube, das haben sie eh gerade nicht gebaut. Oh, meins in der Nähe? Nö. Gucken, ob der Gegner was macht. Jetzt sieht es hier nicht so aus.
Er hat sie mir überlassen. Das ist aber nett. Ist er noch mit seinen Armeen unterwegs? Ja, ne? Das heißt, ich brauche da gar nicht erst hingehen. So. Oh, etwas zu verkaufen.
Zeug kaputt gegangen wäre. Schon ordentlich Äpfel. Hätte ich nicht gedacht. Acht Lehmvorkommen noch. Bären und wilde Tiere. Wo ist er nicht mit seinen Truppen hin? Doch, woanders. Was ist jetzt so eine Söldnereinheit? 45. Ich hab doch 3, 4 Nahrungsquellen sogar.
Das ist einer, ne? Ja. Zu erkennen, das Grundwasser. Da ist es und hier fließt es, ne? Das heißt, da auch. Come on, come along. Sind die hier überhaupt, was sie tun? So, weiter geht's. Überschuss eigentlich vorher schon einstellen? Nein, kann ich nicht. Muss erst die Route einrichten, ne? Ja. Oh, und die werden immer teurer.
Merkwürdig, dass das da nicht ankommt. Rausnehmen. Der arbeitet, glaube ich, noch. Andere Seite wird nichts gemacht, oder was? Wir alle hier beschäftigt mit nichts. Thank you.
Ja, ich brauche ja erst mehr Leute, bevor ich da die Rüstungsschmiede endlich in Betrieb nehmen kann. Wo sind sie? Da sind sie. Bisschen weitermachen. Jetzt sammeln wir uns wieder. Aufhören zu rennen. Gucken wir mal. So, liebe Bogenschützen, sobald ihr was seht, Feuer frei.
Weil ich noch nie gesehen habe, dass ein Bogenschütze irgendeinen Gegner getötet hat. So, die ersten feindlichen Truppen müssen wir eigentlich gleich abhauen. Oh, diesmal haben wir von meinem Land gekämpft. Das heißt, ich brauche hier so einen. So ein Quatsch. Die Stimmung war es gleich von mir, oder?
Hier ist 2036. Und den anderen machen. Und der auch 36. Bierbrauer. Ja, alles voll gemacht. Wird das einfach alles schon mal? Das habe ich überhaupt keinen. Ja, nicht keinen Sinn macht, aber wahrscheinlich unnötig. Weiß ich nicht. So, dann wird das der Bierbrauer. Oh, da gibt noch gar keiner, ne? Lager eigentlich noch da, ja.
Oh Gott. So weit wollte ich gar nicht raus. Da lebt jetzt natürlich noch keiner. Ah, die Brauerei wird bewohnt. Thank you.
Ausweichen in der Mauer. Kann ich die hier noch setzen? Theoretisch ja. Aber für die Dinger ist dann zu wenig Platz. Na gut, weiter. Fehlende Ausrüstung. Speere oder wie? Zweite Sägegrube. Immer noch nur, ach ja, ja. Was wollte ich da denn noch hin haben?
weiß es nicht mehr. Ja, Lebensmittel habe ich eigentlich mehr als genug. Drei verschiedene. Wir werden nur nicht alle angeboten. Wie sieht es jetzt eigentlich hier unten aus? Und wie ist das Thema gebacken? Prozent.
Die Entwicklung habe ich auch noch nicht. Na dann. Dann wird das alles ja so gar nichts, wie ich es vorhab. Dann kann ich ja gleich einen Ofen bauen. Ich wollte eigentlich, dass hier Tiere drauf gehalten werden. Wenn das Feld brach liegt. Dadurch würde das ja wieder gedüngt werden. Fordert aber, dass ich das hier forsche. Ich wollte aber auch den Backofen forschen. Ich brauche aber auch die Rüstung. Ja, die Rüstung ist hier eigentlich wichtiger, weil das ist halt der Ort mit dem Eisenvorkommen. Achso. Das kenne ich ja schon, weil das Ding gestoppt wurde.
Naja, hier hinten kommen die Lebensmittel nicht ganz so an. Also jetzt wieder ja. Es fehlt. Irgendein Bedürfnis angeblich. Merkwürdig. So, wie viel habe ich dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6 bis 5. Sieben von 10. Muss hier ein Handwerk drin sein, ne? Ein Malz mehr, aber noch ein bisschen Bier. So, jetzt ist die Truppe auf jeden Fall schon mal voll. Okay. 36, 36, hier fehlt mir jetzt die Speere. Also, und der kann nicht zu Ende gebaut werden, weil der pausiert ist. So langsam entwickelt sich das doch.
Schade, dass die beiden hier identisch werden. Also allgemein relativ identisch. Die Variationen sind bei den niedrigstufigen zumindest gefühlt größer. Also alleine hier sind schon mal drei unterschiedliche. Wieder pausieren. Auch wieder pausieren. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich rede 10. Oh, jetzt hat das auch. Okay. Wahrscheinlich habe ich mal hier eins zu wenig. Okay, dann macht so einfach aus Eisenbahren Helme. Passt. Thank you.
Und die machen den ganzen Tag eigentlich nichts, ne? Naja. Gut. Ich denke, das sollte hier reichen. Also bis zur mittleren Stadt haben wir es schon geschafft. Nächstes Ziel, Truppen ausstatten. Als allererstes mal hier dieses Banditencamp unten noch wegnehmen. Und danach anfangen, hier die anderen Länder rein zu erobern. Und auszubauen natürlich auch. Ich denke, ich werde dann hier rüber marschieren, um dann Stein und Lehmvorkommen mir auch noch zu holen. Und dann habe ich eigentlich alle Vorkommen einmal als üppig. Genau. So machen wir das. Dann kann ich nämlich hier Lehm mit Eisen tauschen und hier Lehm mit Fleisch zum Beispiel. Mal gucken. Ich muss hier auf jeden Fall irgendwie eine Kette herstellen, dass alle mit allem vernünftig versorgt sind. Gut, wie gesagt, das ist der Plan. Natürlich auch hier noch ein kleines bisschen weiter ausbauen. Soll ja noch eine Großstadt werden, dafür brauchen wir aber noch ein paar Gehöfte. Und sogar noch ein paar mehr. Acht Stück noch. Na gut. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Die Versorgung kriegen wir ja auch hin. Es hapert nicht an Nahrung, eher an Brennstoff. Das lässt sich leicht wieder produktiv herstellen, sozusagen. Da brauchen wir einfach nur ein paar mehr Förster vielleicht. Der kommt ja gar nicht so wirklich hinterher. Kohlemeine, da kann auf jeden Fall schon mal eine Person mehr gebrauchen. Genau. Gut. Wenn euch die Videos gefallen, lasst mir gerne ein Like da, gerne auch ein Abo, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet, auch vom Spiel allgemein. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.